Ja, herzlichen Dank, dass Sie alle hier sich Zeit nehmen in Ihrer kurzen Mittagspause. Mein Vortrag enthält das Wort Zahlen sehr explizit im Titel. Das dürfen Sie nicht so ganz wörtlich nehmen. Ich werde sehr viel über Zahlentheorie sprechen, über ganze Zahlen. Eigentlich ist aber die Mathematik im Ganzen gemeint, aber weil im Chinesischen das Wort für Mathematik eigentlich die Lehre der Zahlen ist, müssen Sie dieses Wort Zahlen also als Mathematik generell auch verstehen, aber auch spezifisch als Zahlentheorie, über die ich heute sprechen werde. 2013 erschütterte die Einreichung eines Artikels an das Journal Annals of Mathematics in Princeton die Welt der Mathematik. Aus zweierlei Gründen. Zum einen mal, weil das Resultat in diesem Artikel, wenn der Artikel überhaupt richtig sei, ein bedeutender Schritt in Richtung der Zwillingsvermutung ist. Ich werde das gleich kurz erklären. Es war also ein Resultat, das auf jeden Fall revolutionär sein würde, wenn man zeigen hätte können oder wenn man gezeigt hätte, dass es richtig sei. Andererseits hat dieser Artikel auch die mathematische Welt erschüttert, weil sie eingereicht wurde von einem gewissen Zhang Yitang, ein chinesischer Mathematiker, von dem noch niemand was gehört hat. Er hat vorher noch nie in seinem Leben einen Artikel publiziert. Man fand höchstens online einen Preprint von diesem Mann und der hat einen groben Fehler beinhaltet. Trotzdem waren alle Reviewers von diesem Artikel extrem intrigiert und es haben sich einige Spezialisten dran gesetzt, diesen Artikel zu beurteilen. Und nach 3 Wochen hat man in der Tat festgestellt, dass der Artikel korrekt sei. In dem Artikel von Zhang Yitang, der dann 2014, also kurz danach, publiziert wurde, wurde bewiesen, dass die Distanz oder die Lücke zwischen 2 aufeinanderfolgenden Primzahlen eine gewisse Obergrenze hat und dass es unendlich viele von diesen Paaren von Primzahlen gibt. Das scheint jetzt hier etwas schwach zu sein, wenn man sagt, dass es unendlich viele Paare von Primzahlen gibt, die eine Lücke von 7 mal 10 hoch 7 haben. Das ist eine sehr schwache Form sozusagen der Zwillingsvermutung. In der Zwillingsvermutung, die immer noch unbewiesen ist, würde man beweisen können, dass es unendlich viele Paare von Primzahlen gibt, die eine Lücke von 2 aufweisen, also die genau 2 voneinander entfernt sind, so wie 5 und 7 oder 11 und 13. Aber die Vermutung ist eben gerade, dass es unendlich viele Paare von diesen Primzahlen gibt. Und Zhang Yitang war der Erste, der jemals überhaupt eine Obergrenze dieser Lücke gefunden hat. Deshalb war es ja so ein revolutionäres Resultat. Aber was natürlich alle erstaunt hat, war der Autor selbst. Zhang Yitang, ein Mann, geboren 1955 in Shanghai, von seiner Großmutter erzogen, in der Kulturrevolution, als Kind auf dem Land gewesen, nie in die Schule gegangen. Und als er dann 19 war, die Kulturrevolution war vorbei, ist er sofort in der Peking-Universität in der Mathematik als Student akzeptiert worden, ging dann später nach Amerika, hat dort ein PhD in algebraischer Geometrie bekommen und verschwand, hat gearbeitet als Verkäufer in einer Sandwichbar in der Metro in New York und im Alter von 55 Jahren reicht er dieses bahnbrechende Resultat ein, das sich als richtig erwiesen hat. Man fragt sich natürlich als Historiker dann, wie kam es dazu, dass so ein Mann sich überhaupt für solche Fragestellungen interessiert? Woher hatte er sein Wissen? Wie hat er dann sein ganzes Leben lang an solchen Sachen gearbeitet und solche Resultate sozusagen erlangen können? Und die Frage ist natürlich in einem sehr globalen Kontext heutzutage, wie kann man eigentlich an solchen universalen Mathematikproblemen, also diese ganzen Vermutungen, die Goldbachsche Vermutung, die Riemann-Hypothese und so weiter, wie kann man eigentlich an solchen globalen Problemen, wo eigentlich an vielen Orten der Welt sozusagen jemand arbeitet, wie kann man das erklären, dass doch so lokale Spezifizitäten wie dieser Mann, der da aus China kommt und sehr lokales Wissen mit sich irgendwie nach Amerika bringt und dann auf seine eigene Art sehr individuell dieses Problem löst, wie ist das eigentlich möglich? Und ich möchte Ihnen
sozusagen kurz die Biografie von Zhang Yitang zeigen und aber dann zurückgehen und Ihnen zeigen, wie man sozusagen historisch die Frage angehen kann und auf wie verschiedene Weisen man diese Geschichte auch schreiben kann. Manche Art der Geschichte ist wünschenswert, andere hätten wir lieber nicht mehr heutzutage, aber da komme ich dann am Schluss nochmal dazu. Zhang Yitang hat in seinen Interviews immer wieder betont, dass er als Kind nur zwei Bücher gelesen hat. Sie sehen hier die zwei Bücher, einmal auf der linken Seite ein Buch, das heißt die 10.000 Warums, hier der Band Mathematik. Da sind sehr narrativ beschrieben verschiedene große Theoreme der Mathematik, unterlegt mit historischen Details. Das Ganze ist nicht sehr technisch. Und ein zweites Buch, das können Sie den Titel sicher fast lesen, Pi und E, also ein Buch über die zwei berühmten Zahlen. Das ist ein etwas technischeres Buch, da wird auch historisch einiges erzählt, wie Mathematiker in der Geschichte sozusagen an diesen Zahlen gearbeitet haben. Zhang Yitang hat also diese beiden Bücher als Kind alleine gelesen, als er am Land in der Kulturrevolution mit seiner Mutter war und hat auf diese Weise Mathematik gelernt. Wenn man das linke Buch aufschlägt, kommt zunächst ein Kapitel. Die erste Frage lautet, woher kommen die Operationszeichen? Plus, Minus, geteilt und das Multiplikationszeichen. Darin wird ein chinesischer Mathematiker erwähnt, aus dem 19. Jahrhundert, Li Shanlan, der Übersetzer war der Elemente Euklids. Er war also in Kontakt mit westlicher Mathematik, nicht gerade up-to-date, kann man sagen. Ja, also Elemente Euklids spielten zwar eine wichtige Rolle noch in der Geometrie-Ausbildung, aber es gab natürlich viele ganz weiterführendere, höhere mathematische Themen im Westen, die er auch übersetzt hat, Differential- und Integralrechnung. Er selbst, Li Shanlan selbst, hat aber auch an zahlentheoretischen Fragen gearbeitet, allerdings in einem ganz chinesischen, traditionellen, algorithmischen, auf eine ganz algorithmische Weise. Und ich werde Ihnen jetzt diese Geschichte von Li Shanlan auf 5 verschiedene Arten kurz aufzeigen und dann am Schluss wieder zurück auf Zhang Yitang kommen. Also es gibt eine Art, wie Li Shanlan in die Geschichte eingegangen ist, das ist die, was ich die Erfolgsstory nennen würde, ja. Und das ist ein bisschen das, was Zhang Yitang in diesem 10.000 Warum-Fragebuch liest, ja. Dort wird Li Shanlan porträtiert als ein international renommierter Zahlentheoretiker. Ich weiß nicht, ob heute hier irgendwelche Zahlentheoretiker im Publikum sind. Ich denke mal, von Li Shanlan haben Sie alle noch nichts gehört. Aber so wird er dort dargestellt und das ist nicht die einzige Quelle. Also er ist in China fast ein nationaler Held. Eine Identität von ihm haben Sie vielleicht schon gehört. Das ist die sogenannte Li Renshu-Identität. Die geht auf ihn zurück und die hat eine relativ lange Geschichte, zu der ich im dritten Stil, historischen Stil, noch kommen werde. Wie sieht jetzt diese Li Renshu-Identität aus? Ich habe Ihnen kurz gesagt, dass Li Shanlan seine eigenen mathematischen Schriften auf algorithmische Weise verfasst hat. Ja. Wenn ich Ihnen jetzt erklären will, was diese Li Renshu-Identität beinhaltet, dann müssten Sie erstmal Chinesisch lernen und diese Texte sozusagen lesen. Man kann natürlich aber diese Algorithmen in Formeln übersetzen. Das nenne ich den präsentistischen Stil. Und auf diese Weise liest auch Zhang Yitang natürlich in seinem 10.000 Warum-Buch über den Inhalt dieser Li Renshu-Identität. Renshu ist übrigens der literarische Name von Li Shanlan, deshalb ist es etwas anders in die Geschichte eingegangen als sein eigentlicher Name. Das wäre also jetzt diese Li Renshu-Identität, die Li Shanlan zu Weltruhm geführt hat. Und die so ein bisschen ein Knackpunkt ist natürlich für den Historiker, weil wenn man auf die Originalquellen zurückgeht, dann präsentiert sich das Ganze natürlich nicht so. Also man muss da schon sehr viel Arbeit investieren, um diese Algorithmen in so eine Formel zu übersetzen.
Ob Zhang Yitang diese Arbeit gemacht hat als Kind, kann ich Ihnen nicht beweisen allerdings. Aber es gibt eine relativ lange Geschichte, bis es überhaupt zu dieser Formel gekommen ist. Li Shanlan lebte in Shanghai, hat dort seine Mathematikbücher geschrieben. Dort arbeitete auch ein bestimmter Zhang Yong, ein chinesischer Mathematiker, der sich sehr für die Arbeit von Li Shanlan interessiert hat, nach dem Tod von Li Shanlan natürlich, 1939. Und der einen großen Aufsatz geschrieben hat, Beweis der Formeln in den analog arrangierten Akkumulationen von Stapeln. Das ist der Buchtitel, in dem Li Shanlan seine Identität publiziert hat. Und er gibt dort einen sehr langen Beweis, schreibt dann an einen befreundeten ungarischen Mathematiker, der sich sehr dafür interessiert und der dann auch selbst nochmal eine Publikation später dazu macht und den Beweis stark vereinfacht, den Zhang Yong 1939 schon publiziert hat. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, warum braucht man denn eigentlich überhaupt einen Beweis für diese Li Renshu-Identität? Hat Li Shanlan denn seine Formel sozusagen nicht bewiesen? Und da kommen wir gleich zu der nächsten historischen Narration sozusagen, in die diese Formel eingebettet wurde. Der chinesischen Mathematik wird ja immer vorgeworfen, sie hätte keine rigorose Grundlage. Da können wir lange drüber diskutieren. Wenn man natürlich jetzt die westlichen Standards nimmt von axiomatisch-deduktiver Mathematik, stimmt es schon, dass es sowas in der chinesischen Mathematik nicht gibt. Es ist einfach eine andere Form der Argumentation, eine andere Form der Heuristik auch. Wie kommt man überhaupt zu Resultaten? Jetzt zeige ich Ihnen, wie das Ganze bei Li Shanlan aussieht in dem Text. Und diese, wie gesagt, diese Formel, die ich vorhin gezeigt habe, die für Sie als moderne Mathematiker sehr ansprechend ist, finden Sie darin nicht. Was Sie darin finden aber, sind ganz viele Diagramme, wie dieses hier. Links das Original, rechts in der Übersetzung sozusagen, in arabische Ziffern und auch die Beschriftung an dem Diagramm habe ich Ihnen dazu gezeigt. Sie erkennen vielleicht, wenn Sie die Zahlen anschauen hier, sind das alles im Prinzip die Quadrate vom normalen arithmetischen oder pascalschen Dreieck. Das sind also, jede Zelle hier ist immer das Quadrat von den Zellen im normalen arithmetischen Dreieck. Auf der Basis von diesem verallgemeinerten arithmetischen Dreieck, nennen wir es mal, hat Li Shanlan seine Formel entwickelt. Und zwar, indem er immer in seinem Text nur sozusagen die partiellen Summen von jeder Diagonale angibt, das heißt natürlich nicht von jeder, nur von den ersten dreien. Also von der ersten ist es ja trivial, die Summe auszurechnen. Von den nächsten beiden hat er algorithmisch formuliert, angegeben, wie man da partielle Summen ausrechnet. Und dann hat er gesagt, und den Rest können Sie analog einfach ableiten. Und das war's dann. Und daraus haben moderne Historiker dann die Li Shanlan-Identität sozusagen rausgelesen. Wie ist aber Li Shanlan dazu gekommen, weiß man nicht so ganz genau. Was es auch gibt in seinem Buch, er hat im Prinzip nicht zu allen, zu den ersten dreien immer nur, Diagonalen, Diagramme gezeichnet, die zumindest für die ersten drei oder vier Zellen in jeder Diagonale bildlich zeigen, wie man sich denken kann, wie diese Zahlen hier zustande kommen. Ja? Also Sie sehen hier 1, 4, 3 mal 3, 9, 4 mal 4, 16. Also genau die quadrierten Einträge, die Sie im normalen arithmetischen Dreieck finden würden. Und dann hier, wenn Sie abzählen, hier 1, 3 mal 3, also 1, 9, 36. Hier haben Sie jetzt 3, 5, 6, 6 mal 6, so Kügelchen, so Einheitskügelchen und so weiter. Sowas finden Sie auch in seinem Buch. Und am Ende eben dann den Hinweis, dass Sie die anderen Diagonalen und die Summe davon einfach analog zu diesen Diagonalen finden können. Und das Ganze sieht dann so aus. Also das wäre jetzt die Originalseite in dem Buch von Li Shanlan. Und wenn Sie sich jetzt das alles einzeln, was hier in Schriftzeichen steht, in Formeln übersetzen, in diesem präsentistischen Stil, wie ich das nenne, dann würden Sie auf solche Formeln kommen.
Und mit so ein bisschen Analogie denken, können Sie da schon, vermute ich, von diesen ersten vier Diagonalen auf die n-te Diagonale allgemein schließen. Ich habe Ihnen ein bisschen geholfen. Die roten Zahlen hier sind genau die Zellen, die ich vorhin rot markiert hatte in dem arithmetischen Dreieck. Und die blauen, das war dann die Diagonale direkt darunter mit den Zahlen in den blauen Zellen. Und wenn man sich das so ansieht, sieht man schon ein bestimmtes Schema. Ja? Und die Kombinatorik, meistens irrt man ja dann nicht, wenn man so ein Schema mal erkannt hat, ist es ja auch richtig. Ja? Und so ist das Buch von Li Shan Lan aufgebaut. Aber es ist natürlich so ein sehr tüfteliger Zugang zur Mathematik. Ja? Also wenn Sie hier jetzt die allgemeine Formel rausfinden wollen, wenn Sie das Schema erkennen wollen, ohne jetzt axiomatisch deduktiv oder mit einem induktiven Beweis irgendwie vorzugehen, dann muss man da viel nachdenken. Und Zhang Yitang hatte natürlich viel Zeit. Er hatte ja nur dieses eine Buch und nicht sehr viel Inspiration, jeden Tag ein neues Mathematikproblem zu lösen. Und er hat da sehr viel dran gearbeitet, diese Sachen sozusagen selbst herauszufinden. Ja. Es gibt natürlich auch einen nationalistischen Diskurs, in den die chinesische Mathematik eingebettet wurde. Und das war zu Zhang Yitangs Zeiten, als er Kind war und sich über seine eigene Geschichte informieren wollte, natürlich ganz wichtig. Hier ein Artikel von Hua Luogang, der ist etwas berühmter als chinesischer Mathematiker, von dem haben Sie vielleicht schon mal gehört, der 1951 einen ganz anti-imperialistischen, antikolonialistischen Artikel geschrieben hat. Mathematik ist das, worin mein Volk exzellent ist, hat er geschrieben. Und da erscheint auch wieder Li Shan Lan. Hier sehen Sie das normale arithmetische Dreieck, aber hier wird auch sozusagen die Erfolgsstory von Li Shan Lan als nationalem Helden repräsentiert. Also, muss schon meine Schlussfolgerung ziehen. Die Zeit ist ja sehr knapp, leider. Ich denke, das Beispiel ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass Zahlen Geschichte brauchen, wenn wir verstehen wollen, wie solche Leute wie Zhang Yitang sozusagen gearbeitet haben, warum sie überhaupt sich hingesetzt haben, solche Probleme alleine zu knacken. Es ist ja gerade diese Spannung bei ihm, er hat so diese individuelle Kreation in dieser Welt von global vernetzten Mathematikern. Wie kann man das erklären? Ja? Und man kann das wohl nur globalgeschichtlich erklären, indem man versucht zu verstehen, wie dieser Mensch sozusagen zu seinem Ergebnis gekommen ist, wie er eingebettet war historisch und welche Methoden er dabei herangezogen hat. Ja? Die Frage ist jetzt, wie viele Geschichten brauchen wir. Wie gesagt, diese nationalistischen Geschichten will man natürlich eigentlich lieber nicht haben. Da hängt ja auch sehr viel anderes mit dran. Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass in Indien gerade Wissenschaft wieder sehr stark instrumentalisiert wird für so einen nationalistischen Diskurs mit der neuen Regierung dort. Andere Geschichten, wie natürlich diesen präsentistischen Stil, den haben die Mathematiker natürlich sehr gerne, weil sie darin etwas wiedererkennen können, weil sie darin leichter verstehen können, worum es sich hier in so einem Buch wie von Li Shan Lan handelt. Ja. Andererseits ist diese Übersetzung, wenn man den Text von Li Shan Lan, so ein Komplex, wie er aufgebaut ist, einfach übersetzt in eine moderne Formel, geht natürlich unheimlich viel verloren. Als Historiker interessiert man sich ja auch für die Heuristik, für die Art, wie Mathematik repräsentiert wird, wie wird Mathematik geschrieben, wie findet man sozusagen Beweise, auch vielleicht visuelle Beweise. Die Visualisierung spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle in seinem Buch, wie Sie vielleicht gesehen haben. Hier ist es natürlich wünschenswert, dass dieser präsentistische Stil nicht alles sozusagen platt macht und diese ganzen historischen Finessen und auch methodologischen Finessen der Mathematik sozusagen beseitigt. Ich habe jetzt mal eine eigene Formel aufgestellt, das darf man natürlich nicht sehr wörtlich nehmen. Hier verlassen wir auch sozusagen den Bereich der ganzen Zahlen. Ich würde jetzt mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit nur einer Geschichte auskommen, ist weniger als die Hälfte.
Wie gesagt, nehmen Sie das jetzt bitte nicht so wörtlich. Ich meine damit wirklich nur, dass eine Geschichte bestimmt nicht reicht. Also der Stil, den man adoptiert in der Art der Geschichte, die man schreibt, hängt ja auch vom Publikum ab. Wenn ich jetzt vor Mathematikern spreche, spreche ich ja ganz anders über Mathematikgeschichte oder über Mathematik, als wenn ich vor einem allgemeineren Publikum spreche zum Beispiel. Mein Plädoyer allerdings ist, wenn wir eine Geschichte brauchen oder wenn wir mehrere Geschichten brauchen, dann müssen wir auf jeden Fall die globalgeschichtliche Perspektive mit einbeziehen. Man kann Mathematik heutzutage nicht mehr verstehen, glaube ich, nur auf einer rein nationalgrenzlich beschränkten Geschichte, sondern man muss viel weiter darüber hinausgehen. Also dieser Zhang Yitang zum Beispiel, der in Amerika lebt, man kann ihn nicht verstehen ohne seine ganze chinesische Vergangenheit. Dankeschön.